Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch, wie man Tage wie diese von den Toten Hosen spielt. Diese Folge wird euch präsentiert von der Firma Ovation, die auch diese wahnsinnig schicke Gitarre gesponsert haben. Eine Ovation Celebrity. Ein Affiliate-Link zu der Gitarre findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir fangen bei dem Song erstmal an mit den Akkorden. Ich zeige euch erstmal eine etwas einfachere Version des Songs, also eine Version, die erstmal nur mit offenen Akkorden gespielt wird. Und auf dieser Version bauen wir dann das Schlagmuster auf, beziehungsweise die Version, die ich euch im Vorspiel gezeigt habe. Ihr braucht insgesamt nur 4-5 Akkorde für den ganzen Song. Es geht los mit einem D-Dur. Dann ein G-Dur. Dann kommt ein B-Moll 7. Der sieht so aus, dass ihr mit dem Zeigefinger die A-Seite im zweiten Bund greift. Mit dem Mittelfinger die D-Seite auch im zweiten Bund. Und mit dem kleinen Finger die B-Seite im dritten Bund. Und dann lasst ihr die hohe und die tiefe E-Seite weg und spielt nur von der A- bis zur B-Seite. Ich mache es meistens noch so, dass ich mit dem Zeigefinger und dem kleinen Finger die beiden Seiten darüber und darunter so ein bisschen abdämpfe. Also mit dem Zeigefinger die tiefe E-Seite, mit dem Ringfinger die hohe E-Seite. Ich berühre einfach mit dem Finger die Seite, damit, falls ich die beim Schlagen aus Versehen erwische, die nicht mitklingen können. So, im weiteren Verlauf des Songs braucht ihr dann noch ein C add 9. Und das waren tatsächlich schon alle Griffe, die ihr für den ganzen Song braucht. So, der Ablauf des Songs ist relativ straight. Es gibt ein Intro, es gibt eine Strophe. Dann gibt es einen Teil, den ich mal als Bridge bezeichnet habe. So, normalerweise verwende ich ja die Bezeichnung Pre-Chorus. In diesem Fall ist das allerdings die Bridge, denn die kommt immer sowohl nach der ersten Verse als auch nach der zweiten Verse. Das heißt, es gibt Verse, Bridge, dann wieder eine Verse und dann nochmal eine Bridge. Das heißt, nach dem Pre-Chorus kommt ja in der Regel der Chorus. Da das diesmal nicht so ist, nehme ich eben den Begriff Bridge. Dann kommt ein Chorus, dann gibt es ein kleines Interlude und am Schluss nochmal eine Middle Eight. Und das Schlagmuster, das ihr für den Song verwenden könnt, ist tatsächlich komplett. Ihr könnt ein Schlagmuster für den ganzen Song verwenden, das 2 Takte lang ist. Ich zeige euch jetzt erstmal das Grundschlagmuster, einfach anhand eines D-Dur-Akkordes. Und zwar schlagt ihr einmal auf die 1, dann auf die 2, auf die 2 und, dann wieder auf die 3 und die 4. Das ist der erste Takt. Im Kontext klingt das dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und. Im zweiten Takt ist es jetzt so, dass ihr im Prinzip einfach jeden Schlag eine Achtel nach hinten schiebt. Also habt ihr jetzt die Schläge nicht auf 1, 2, 2 und, 3 und 4, sondern auf 1 und, 3 und, 1 und, 2 und 3, 4, 4 und. Also klingt der zweite Takt, nur der zweite Takt so. 1 und 2 und 3 und 4 und. Beide Takte im Zusammenhang klingen also folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. So, langsam klingt es ein bisschen abstrakt. Wenn ihr es schneller spielt, dann werdet ihr schon merken, dass ihr langsam den Rhythmus von Tage wie diese raushören könnt. So, und das Intro sieht jetzt folgendermaßen aus. Es kommt 4 Takte lang D. Dann kommt 4 Takte lang G. So, also das Intro ist insgesamt 8 Takte lang. Und die Verse ist jetzt ganz ähnlich. Bei der Verse habt ihr auch 4 Takte lang D. Dann 4 Takte lang G, wie schon im Intro. Dann kommt 4 Takte lang B mal 7. Dann kommt wieder 4 Takte lang G. Dann kommt diese sogenannte Bridge mit 2 Takten lang C add 9. Dann 2 Takten lang G. Und wieder 4 Takten lang D.
Und diese Akkordfolge wiederholt sich jetzt genau einmal. Also habt ihr wieder 2 Takte C add 9, 2 Takte G und 4 Takte D. Also habt ihr sowohl in Verse als auch Bridge jeweils 16 Takte. So, ihr bekommt natürlich wieder den Ablauf insgesamt als PDF zum Download und auch ganz am Ende des Songs nochmal als Einblendung. Also wir haben 8 Takte Intro, 16 Takte Verse, 16 Takte Bridge, 16 Takte wieder Verse, 16 Takte Bridge. Und dann kommt der Chorus. Beim Chorus geht es auch los mit 4 Takten lang D. Da kommt 4 Takte lang G. Kommt 4 Takte lang E-Moll. Und 4 Takte lang G. Der Chorus und die Strophe unterscheiden sich, also der Chorus und die Verse unterscheiden sich also lediglich im dritten Akkord. In der Verse ist es dann B-Moll und im Chorus ist es ein E-Moll. Also ein B-Moll 7 und ein E-Moll. Und das sind tatsächlich fast schon alle Formteile. Es gibt jetzt, wie gesagt, noch ein Interlude. Das sind einfach 4 Takte lang D. Das ist sozusagen nur die erste Hälfte des Intros. Das Interlude kommt auch nur nach dem ersten Chorus. Wo singt, wünsche ich mir Unendlichkeit. Und da geht es dann direkt wieder in die nächste Verse. Dann kommt wieder die Bridge, dann kommt wieder ein Chorus und so weiter und so fort. Also wie ihr seht, der Song ist von der Struktur her relativ einfach. Es gibt ein Schlagmuster, mit dem ihr alles spielen könnt. Und mit diesen Akkordfolgen, die ich euch jetzt eben erstmal so schnell gezeigt habe, könnt ihr schon den ganzen Song spielen. Es ist natürlich, wenn man mal genau ist, nicht so wahnsinnig interessant. Also es reicht, um den Song zu begleiten. Aber man kann jetzt eben dieses Riff, das eben von der Originalgitarre im Originalsong auch verwendet wird, eben auch bei der Akustikgitarre so ein bisschen einbauen. Und nachdem ihr die Akkordfolge jetzt möglicherweise schon sofort drin habt, können wir uns mal ein bisschen mit den Details beschäftigen. Nämlich diesen... kleinen Umspielungen. Und zwar fangen wir einfach mal an mit dem Intro. Das Hauptding des Intros ist eben, dass ihr nicht mit einem kompletten D anfangt, sondern erstmal mit einem D5. Das heißt, ihr lasst einfach die hohe E-Seite weg. Dann wechselt ihr 1 und 2 und 3 und 4 auf die 4 auf ein D Major 7. Der sieht jetzt einfach so aus, dass ihr mit dem Mittelfinger die B-Seite im zweiten Bund greift und den Ringfinger dafür wegnimmt. 1 und 2 und 3 und 4. Dann spielt ihr das wieder im nächsten Takt wieder natürlich weiter auf die 1 und. Und auf die 3 und lasst ihr auch noch die B-Seite weg und spielt dann einfach nur die D- und die G-Seite. Die Melodie ist nämlich hier sozusagen dritter Bund B-Seite, zweiter Bund B-Seite, zweiter Bund G-Seite. Und wenn man das einbaut in dieses Schlagmuster, dann klingt es folgendermaßen und klingt es so, nicht folgendermaßen, sondern genau so. Als nächstes kommt ein G über D, das jetzt auch wieder nur auf den drei Seiten gespielt wird. Also auf D-Seite, G-Seite und B-Seite. Und zwar kommt ihr von einem D, also einem G-Sus 2 über D. Der ist jetzt nicht besonders leicht auszusprechen, aber ist gar nicht so schwer zu greifen. Das ist nämlich erstmal einfach nur derselbe Griff wie D5. Er ist auch nur deshalb als G-Sus 2 über D zu identifizieren, weil der Bass da irgendwann später mal ein G im Bass spielt. Hier klingt es erstmal identisch, aber ihr spielt dann hier eben auch dieses Hammer-On mit dem Ringfinger auf die D-Seite, auf die G-Seite in den vierten Bund. Also ihr spielt auf die 1 diesen, sagen wir mal, vermeintlichen D5, der jetzt hier ein G-Sus 2 über B ist, über D, und macht dann auf die 1 und direkt ein Hammer-On mit dem Ringfinger auf den vierten Bund. Auf der G-Seite. Und
Und dann macht ihr, also spielt ihr das Schlagmuster weiter. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und auf die 3 schlagt ihr nochmal den, auf die 3 des zweiten Taktes schlagt ihr nochmal die 3 Saiten an und macht dann wieder ein Pull-Off zurück auf den zweiten Bund. Und macht dann nochmal, spielt dann noch zweimal den Akkord. Also 1 und 2 und, nein, Entschuldigung. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ihr seht es hier nochmal natürlich in den Tabs eingeblendet. Versucht es erstmal langsam zu spielen. Diese Pull-Off-Hammer-On-Figur ist ein bisschen schwierig am Anfang. Und auch in der rechten Hand, dass ihr wirklich nur diese 3 Saiten trefft. Aber wenn man das ein bisschen übt, ist es auf jeden Fall machbar. So, das ist schon mal das komplette Intro. Und die erste Hälfte der Verse, weil da tut sich ja eigentlich nichts. Die Intro und die Verse werden ja komplett, das Intro und die Verse, ich sag mal die Intro, das Intro und die Verse werden ja gleich gespielt. Und der Vorteil, der dann kommt, oder das beim nächsten Akkord ist, bei B ist es nämlich genau die gleiche Melodiefigur auf B- und auf G-Seite. Weil ihr dann nämlich auch wieder hier B-Seite dritter Bund, zweiter Bund und G-Seite zweiter Bund. Im Prinzip ändert sich gar nichts, ändert sich gar nichts zum D5, zu dieser D5-Melodie, nur dass ihr einen anderen Basston habt, und zwar mit dem Zeigefinger auf der A-Seite im zweiten Bund. Folglich müsst ihr eben auch diese Melodie dann könnt ihr die Melodie nicht mehr mit den Fingern spielen, sondern müsst den Mittelfinger auf die G-Seite in den zweiten Bund legen und mit dem kleinen Finger auf der B-Seite den dritten Bund greifen. Und dann macht ihr hier eben auch die Bewegung vom kleinen auf den Ringfinger in den zweiten Bund und spielt dann die untersten 3 Saiten eben mit Zeige- und Mittelfinger. Und dann kommt eben wieder G sus 2 über D. Ihr seht, ich komme da jetzt ein bisschen durcheinander bei den ganzen kryptischen Akkorden. Aber es ist wirklich tatsächlich gar nicht so schwer. Es sind eben nur diese beiden Melodieläufe, die da eingebaut werden. Und dadurch habt ihr auf jeden Fall schon mal, seid ihr schon sehr viel näher am Original, als wenn ihr einfach nur das Schlagmuster spielt. Ihr könnt auch bei dem G im weiteren Verlauf des Songs ab und zu den Basston mit dazu spielen. Das heißt, wir haben hier, also im Originalen, ist es ein G sus 2 über D. Aber wenn euch das zu doof ist, dann könnt ihr auch das G sus 2 so greifen. Das ist einfach ein normales G sus 2 mit dem Mittelfinger auf der tiefen E-Seite im dritten Bund, Zeigefinger auf der G-Seite im zweiten Bund und Ringfinger auf der B-Seite im dritten Bund und macht dann das Hammer-On mit dem kleinen Finger, was nicht so ganz einfach ist. Aber es klingt ganz schön, weil ihr dann auch eben den wirklich auch den eigentlichen Basston im Bass habt. Wie gesagt, im Original ist es allerdings der hier. So, es gibt auch in der Bridge und im Chorus diese kleinen Melodieläufe. Die sind rhythmisch jetzt genauso wie schon im Intro und in der Verse. Das heißt, die werde ich rhythmisch jetzt nicht nochmal im Detail so erklären. Hier erkläre ich nur, welche Töne ihr mit welchen Fingern dann da greifen müsst. Und zwar geht es los mit dem C-Add-9. Dann müsst ihr dann auf ein C-Add-9-11 gehen, der auch weniger schwer zu greifen ist, als er erstmal klingt. Ihr müsst den Zeigefinger von der D-Seite wegnehmen. Die D-Seite müsst ihr dann unbedingt abdämpfen, damit ihr nicht weiter klingen kann. Am besten macht ihr das links mit dem Mittelfinger. Also legt den Mittelfinger so ein bisschen schräg, dass die D-Seite nicht weiter klingen kann. Dann nehmt ihr den kleinen Finger links weg, spielt mit dem Zeigefinger auf der hohen E-Seite den zweiten Bund. Und als nächsten Melodieton habt ihr dann auf der B-Seite den dritten Bund, das heißt, ihr dämpft einfach die hohe E-Seite ab. Das gleiche macht ihr jetzt mit G. Der Akkord, der dann da entsteht, ist ein G Major 7. Und auch hier
hier macht ihr beim letzten Melodieton wieder die B-Seite im dritten Grund und dämpft die hohe E-Seite ab. Und bei dem D, das danach folgt, macht ihr wieder einfach diesen ganz normalen Melodieverlauf schon als der Intro. Das heißt, im Kontext klingen diese drei so. So, das waren diese kleinen Melodieläufe aus der Bridge. Und zum Schluss machen wir jetzt noch die Melodieläufe aus dem Chorus. Da geht es wieder los mit einem D5. Dann geht ihr auf D-Sus 2. Also der Melodieverlauf ist jetzt B-Seite dritter Bund, leere hohe E-Seite und hohe E-Seite im zweiten Bund. Das heißt, ihr fangt an mit D5, macht dann D-Sus 2 und dann ein ganz normales D-Dur. Das heißt, ihr habt... Das G, das danach kommt, hat wieder den gleichen Melodieverlauf wie im Pre-Chorus. Im Pre-Chorus, sag ich schon, in der Bridge. Dann kommt ein E-Moll. Als nächstes kommt dann ein E-Moll Add 9. Das ist mit dem Ringfinger auf der hohen E-Seite im zweiten Bund. Und dann wieder ein E-Moll, weil dann kommt wieder der kleine Finger auf die hohe E-Seite in den dritten Bund. Das ist wieder ein E-Moll-Griff, nur in einem etwas anderen Voice. Also... Und dann wieder G-Dur mit diesem selben Melodieverlauf, den wir vorher schon hatten. Und dann geht es ja wieder in dieses Interlude und wieder in die Verse und da hatten wir schon die ganzen Melodieverläufe gemacht. Ich hoffe, das war verständlich. Ihr seht ja die Tabs hier unten immer eingeblendet. Ihr könnt euch aussuchen, welche der beiden Versionen ihr spielen wollt. Ihr könnt mit diesem ganz einfachen Schlagmuster den Song auf jeden Fall begleiten. Ich habe euch das andere jetzt einfach nochmal mit dazu erklärt, weil es, wie gesagt, einfach näher am Original ist und weil es eben auch auf Akustikgitarre ganz gut umsetzbar ist. Und ja, ich finde jetzt am Ende, wie gesagt, nochmal den kompletten Ablauf des Songs eingeblendet. Es gibt am Schluss nochmal, was nennt sich eine halbe Bridge, da die Bridge aus einem achttaktigen Schema besteht, das sich dann einmal wiederholt. Das sind einfach nur 8 Takte dann statt 16 Takte. Also einfach nur einmal das achttaktige Schema durchgespielt anstatt der 16 Takte. Und genau, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre, besucht meinen Channel, lasst mir ein Abo da, wenn euch der Channel gefällt, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir bitte immer Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und dann bis zum nächsten Mal.